Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Main Channel. Ich hoffe, bei euch ist alles gut und bei euch ist alles fresh und ihr konntet ein paar Inspirationstipps und Tricks aus dem letzten Video umsetzen. Ich habe mir von euch Folgendes schicken lassen, und zwar Videos von euch. Also egal, ob es eure Travel-Videos sind, egal, ob es eure Carpons sind, dass ihr mir an meine E-Mail Links oder die Dateien einfach schickt und ich kann mir die jetzt angucken. Ich habe ein bisschen unterschätzt, wie viele das sind. Vielleicht kann man mal irgendwie so ein Stream-Ding machen, wo man nochmal alles anschaut, aber ich werde aber probieren, mal in jedes Video reinzugucken und die, zu denen ich was sagen kann oder die mir besonders gut gefallen, irgendwie so eine Mischung, schaue ich mal, die werde ich dann reinschneiden. Freunde, eine wichtige Sache noch, bevor es losgeht. Ich habe am Ende des Videos nochmal ein Gewinnspiel für euch vorbereitet. Was ihr gewinnen könnt und wie ihr es gewinnen könnt, erfahrt ihr am besten, wenn ihr bis zum Ende des Videos dranbleibt. Da erkläre ich nochmal, wie ihr dann alles machen könnt, aber deswegen nur nochmal als kleiner Teaser, Leute, bleibt auf jeden Fall dran. Und in dem Sinne, ich bin jetzt darauf eingestellt, jetzt hier eine Stunde aufzunehmen. Wir schauen mal rein, Leute. Oh mein Gott, Alter. Oh. Okay, was wir jetzt hier am Start haben, ist Audi RS4 versus Ducati Carporn bei Sebastian Almer. Ich glaube, es ist eine Ducati Monster, ne? Ja. Ich bin gespannt. Sehr geiles Bike, sehr geiles Auto auch. Geht nur 50 Sekunden, wir schon rein. Let's go. Wow. Geil. Yeah. Geiler Video. I don't see nobody in my lane, it's quite go get it. Like, Alter, das Motorrad ist schon sehr, sehr schön. Oh, Digga, die ist... Das ist ein sehr, sehr schönes Motorrad auf jeden Fall. Please don't be wasting my time with that business. Alter, auf dem Beat hätte man, da auf dieses ba-ba-ba-ba-ba-ba, da hätte man gerade richtig nice rausschneiden können. Aber Rating gefällt mir. Das nächste habe ich jetzt auf Instagram einen Link bekommen. Wir schauen rein. Let's go. Okay, Leute, also an sich, es ist wie gesagt, das ist alles Geschmackssache. Also ich kann nur sagen, was ich für einen Geschmack habe, aber an sich keine so schlechten Shots, aber das ist wirklich die Definition von viel zu viele Effekte, Leute. Das sind, man sieht ja gar nicht mehr die Shots, das sind ja einfach nur auf so einen viel zu dollen Beat 6 Millionen Effekte drauf. Ja, das ist too much, das ist too much. Smoothe Fahrten, so, das muss man auf jeden Fall sagen. Aber die Effekte, das ist. Alter, das ist. Mir persönlich ist das viel zu viel. Ich sag jetzt mal so, ich finde, das trägt jetzt nicht gerade dazu bei, dass das hochwertig viel hat. Obwohl die Shots halt auf jeden Fall ganz nice sind. So, die sind auf jeden Fall korrekt. So, mit den Effekten, das finde ich. Ein bisschen drüber. Auch so eine Transition ist. vielleicht ein bisschen. Aber ey, das ist meine persönliche Meinung. Wir sind noch ein Startup, wäre cool, wenn du es dir angucken würdest. Schöne Grüße, das Alpha Films Team. Ja, also ich würde sagen, von den Shots her auf jeden Fall smoothe Sachen dabei. Vielleicht so 60-70% ein bisschen runterfahrt, ist jetzt nur mein persönliches Empfinden. Okay, wir haben jetzt hier ein Video. Desk Laurin Michel. Das Video ist auf nicht gelistet, also nicht wundern, warum das jetzt keine Views hat und so. Wir schauen rein, let's go. Ein 17-Sekunden-Video? Ich bin gespannt. Oh, very nice. Hübsch. Hübsch. Genau mein Typ. Okay, was mir aber auffällt, mir gefällt die Geschwindigkeit, wie es geschnitten ist. Also der Speed der Cuts auf dem Beat, der gefällt mir auf jeden Fall. Das ist ja so mein Ding. Ich tendiere auch immer dazu, alles viel zu schnell zu schneiden, aber deswegen finde ich es natürlich auch ganz nice. Also ich muss sagen, dafür, dass es ein Desk ist, auf dem nichts passiert ist, irgendwie auf die 17 Sekunden war es exciting geschnitten, fand ich. Also ich fand den Speed geil, ich fand den Beat geil. Farben, das Bild sah ein bisschen flach aus irgendwie, wenn ihr jetzt so wisst, was ich meine. Sehr, sehr nice, Leute, sehr, sehr nice. Okay, die nächste Einsendung ist von Adrian Journey. Ich habe es zwar probiert, jedoch kann man die Videos nicht einfach runtercutten. Schau sie dir so lange an, wie es für dein Video Sinn ergibt. Korrekt. Bei dem Video muss ich jetzt einmal sagen, bevor ich es mal angucke, Adrian war bei meinem Workshop dabei im, was war der, im Anfang März. Ich hatte natürlich eigentlich auch geplant, dass wir spätestens im April wieder einen Workshop haben. Aber Leute, die aktuelle Situation bindet mir natürlich die Hände. Wie alt ist Adrian nochmal? 15, 16, sowas in dem Dreh. Und ich muss erstmal sagen, in dem Alter sich so vor die Kamera zu stellen, Leute, da gehört schon immer was dazu. So, man macht sich auf jeden Fall, man gibt Leuten immer eine angreifbare Fläche, wenn man sich in so jungen Jahren mit seinem Gesicht vor die Kamera traut und was erzählt, finde ich schon mal eine Sache, auf die man nicht haten kann. Mal gucken, wie viel ich jetzt von dem Vlog reinschneide, wie viel man dazu sagen kann. Das ist auf jeden Fall mit einer Blackmagic schon in dem Alter zu. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Adrian Journey und heute begleitet ihr mich auf einen kleinen Vlog.
Aber okay, erstmal Adrian, let's go. Meine Schwester, weil die ist gerade aus dem Schullandheim wiederbekommen. Wir gehen heute auf den Shoot, den ersten richtigen Shoot mit der Blackmagic. Das kann lustig werden, gleich einen Tag, nachdem ich die, oder nachdem ich mir die ausgeliehen habe, oder von der die Firma, die, ah, okay, ausgeliehen, okay, geliefert bekommen habe. Okay, ausgeliehen. Ich habe keine Ahnung, wie man die benutzt, aber das... Perfekt, Digga, lass uns damit einfach direkt mal zu dem Shoot gehen, oder? Jo! Wird schon. Aber jetzt erstmal zu meiner Schwester. Aber genauso bin ich auch. Awkward, Digga. Awkward prank gone wrong, bro. Ah. Ciao. Fuck, ich hab meine Jacke vergessen. Digga, ich fühle das so hart. Ich hätte jetzt eher einen saftigen Hip-Hop-Beat genommen, aber ist ja jeder wie er will. Aber wer kennt's nicht? Für ein Schulprojekt einfach auch mal eine Black Magic. Jo. Man weiß jetzt, also nur rein Storytelling-mäßig, hat mich jetzt doch interessiert. Was habt ihr denn da überhaupt gedreht? Ja, korrekter Vlog auf jeden Fall, Adrian, muss ich sagen. Okay, Leute, und ich hoffe auch, ich sag genug zu den Sachen hier, die ich hier am Start habe. Ich kann mir halt einfach nicht mal ansatzweise, nicht mal 2% der Sachen hier angucken, weil es einfach viel zu viel ist. 20 aus Berlin. Ja, Digga, dann können wir auf jeden Fall relaten. Ich bin gespannt. Wir schauen rein. Also Musik passt auf jeden Fall schon mal zum Vibe vom Video. Auf Lautsprecher angelehnt, so, weil da und so, ja. Cool, dass die Schrift da gelockt ist, feier ich. Sounddesign passt. Ja, ja. Grading ist ganz entspannt. Mux ist auf jeden Fall nice. Der Shot ist geil, Alter. Der Shot ist geil, der auch. So ein bisschen. Ich sehe hier, was ich auch in den anderen vielen Travel-Edits sowieso all over the world schon immer gesehen habe. So ein bisschen, so, ich finde, die Shots sind nice, die Mucke ist auch nice, ist cool geschnitten, ist an viele Sachen gedacht worden. Aber so ein bisschen, Leute, es ist nur meine persönliche Meinung, so ein bisschen immer nur eine Hype, also so ein bisschen dieses Transitions, Hyperlapse, Drehen. Das heißt, man muss sich vielleicht an ein paar Stellen überlegen, so wie kann man jetzt ein Cinematic Travel Video einfach nochmal anders machen als andere. Das wäre so mein Feedback dazu. An sich ist es cool umgesetzt. Wie gesagt, auch gutes Gefühl irgendwie für Timing und so. Und den Shot gerade feiere ich auch. Geiler Aufbau zu der Musik, so. Schon geil gemacht. Der obligatorische Heißluftballon darf natürlich auch im Video nicht fehlen. Sehr, sehr nice. Geiler Shot. Den Shot habe ich gerade auf jeden Fall geahnt. Ja, cooles Ding auf jeden Fall. Ein Food-Video. Okay, warte, ich bin gespannt. Ich muss es mal von vorne machen. Okay, Leute, jetzt haben wir ein Food-Video am Start. Artless B-Roll Challenge. Surf and Turf. Von Sebastian Palm. Hey, hier ist mein neues Video aus der Artless B-Roll Challenge. Maximal 30 Sekunden. Alright, Leute, wir schauen rein. Let's go. Anfang sah sehr nice aus. Auf Daniels Schiffer angelehnt wahrscheinlich ein bisschen. Korrekt. Boah, irgendwie, ich weiß nicht, aber so. Also Shot an sich ist okay, aber irgendwie mit den Tieren so ist irgendwie nicht so meins, aber okay. Geiler Shot, geiler Shot. Auch geil mit dem Sounddesign so. Ja, doch, ist nice. Okay, das sieht schon keine Delicious aus. Ja, korrekt auf jeden Fall. Okay, Leute, ich muss leider sagen, es wird wahrscheinlich das letzte Video sein, was wir uns angucken, auch wenn ich super viele Sachen jetzt noch nicht drin habe, aber sonst wird das Video halt einfach, ich muss das mal in einem Stream oder so machen. Und zwar haben wir hier Yannick Hollander. Das Video heißt Takeover Fashion Video Youngs. Okay, Leute, den Namen kann ich jetzt nicht komplett korrekt aussprechen. Wir schauen rein, let's go. Das ist Köln, oder? Uff, auf Wet More Drip. War der Fokus jetzt nicht direkt komplett am Start. Ja, also Models und Look und so ist auf jeden Fall schon mal nice. Kann man jetzt nichts sagen. Also die Idee mit auf dem Beat, Sprachen lernen, Bubble. Hier auch schön nice Kamerafahrt. Ja, man, nice. Aber sag mir mal, das ist in Köln, oder? Das ist doch eine Messe. Also wenn man noch ein Objektiv gehabt hätte oder einen Vollformatsensor, der noch ein bisschen offenländiger ist, wäre vielleicht geil gewesen, aber auf der anderen Seite, so kann man die ganze Zeit auch immer das Outfit ganz gut sehen. Ah, der Vetmore-Mantel ist natürlich wild. Ah ja, der sag ich doch, das ist Köln. Ja, sag ich doch, siehst du?
Ja, ist nice, Alter. Feier ich. Freunde, ich würde sagen, ich hoffe, dass das Video hat euch gefallen. Ich habe jetzt mal probiert, in so viele Videos von euch, wie es mir nur möglich war, reinzuschauen. Irgendwie gehe ich mit nicht so einem guten Gefühl aus dem Video raus, weil ich die ganzen E-Mails jetzt noch vor mir habe mit Yo, Paul und hier Einsendung, aber das muss man mal irgendwie für einen Stream machen oder so, weil ich kann mir einfach jetzt nicht alles angucken. So. Jetzt kommen wir aber nochmal zu dem Gewinnspiel, Leute. Ihr könnt ein Preset-Pack gewinnen und zwar eigentlich komplett jedwedes eurer Wahl. Kongstar, jetzt, wenn dieses Video rausgeht, ungefähr auch ein Foto von mir gepostet. Das müsste ihr letzter Post sein und ich habe den euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Geht auf den Link von dem Post auf jeden Fall rauf und dann lasst bei dem Post mal ein Like da und lasst auch mal ein Follow bei den Boys von Kongstar da. Wir haben auf jeden Fall auch immer sehr geilen Content raus und dann ist das Wichtige, ihr müsst das Bild kommentieren. Je öfter ihr kommentiert, desto höher ist auch eure Gewinnchance. Also nur das ist so by the way. Und dann werde ich in einer Woche aus den Kommentaren, die unter dem Foto sind, dann einen Gewinner random halt einfach auswählen, der das Preset-Pack gewinnen kann. Deswegen, Leute, schaut auf jeden Fall vorbei und ja, subscribe gerne bei dem Channel rein. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten war es das von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Peace.